Herr Dr. Schweiger, es geht um den Winterdienst auf den Fahrradvorrangrouten. Da wurden nun erste Anpassungen vorgenommen. Können Sie uns bitte erklären, was für Anpassungen das sind? Ja, wir haben die Bürgerhinweise jetzt mal ausgewertet, was so ohne eine Sitzung des Verwaltungsrats in unserem Ermessen steht. Wir haben vermarscht unten an der Schlosslände, wir haben an der Langgasse im Bereich Hauenwöhr eine kleine Verlängerung durchgeführt und wir haben den Audi-Kreisel komplettiert. Daneben haben wir noch die eine oder andere Gefahrenstelle, die jetzt nicht die Vorrangrouten betrifft, intensiviert. Alles andere, größere Geschichten wie Ortsteilsverbindungen und Verbindungen zu den Nachbarlandkreisen, die im Anschluss ja auch Radwege haben, werden wir in der Verwaltungsratssitzung am 14. Februar so vortragen. Was bedeutet das nun ganz konkret für die Radfahrer? Wann und wie oft werden diese Strecken geräumt werden? Das bedeutet ganz konkret, dass wir bei dem System, das wir Anfang des Winters mal auf Basis dieses Radwege-Vorrangroutenkonzeptes, das ja auch im Sommer gilt, aufgestellt haben, nämlich Verlässlichkeit bis 6 Uhr ist jeder Vorrangradweg behandelt und egal bei welcher Wetterlage bis 16 Uhr ein zweites Mal, sodass man am Morgen zur Arbeit und auch verlässlich am Abend von der Arbeit oder Schule wieder nach Hause kommt, dass wir das weiter so garantieren. Das heißt, die Radwege sind für alle Radfahrer bestens präpariert und bestens auch im Winter befahrbar. Die Radvorrangrouten. Genau. Dankeschön, Herr Dr. Schweiger.